Seid ihr herzlich willkommen. Was fühlt er für dich? Das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Karte zeigt Zweifel. Entweder er zweifelt an etwas oder er hat das Gefühl, du zweifelst an ihm. Du zweifelst an dieser Liebe. Zum Glück erscheint hier dieser Dieb und entfernt diese Zweifel. Kann natürlich auch bedeuten, dass jemand etwas von ihm gestohlen hat und er zweifelt daran, kommt die Wahrheit ins Licht oder was ist passiert, hat er vielleicht selbst das verursacht. Was dieser Dieb noch bedeuten kann, wenn jemand dich wegnimmt, also hat Verlustangst, Angst, dich zu verlieren. Aber es steht alles im Sternen geschrieben und das wird genau so sein. Und wenn du eine Dame bist, dann erscheinst du hier auf dieser Karte. Es ist nicht nur die weibliche Energie, hier dieser Venus-Symbol, sondern bedeutet auch Mutter Natur, Demeter. Also hier blüht etwas auf und zeigt auch deine Liebe, aber auch deine Mütterlichkeit. Und wenn wir schon bei Mütterlichkeit sind, hier kommen auch die Kindheitserinnerungen, da ist eine gewisse Nostalgie dabei. Und viele Dinge muss abschließen von Vergangenheit, dann beginnt hier ein Neuanfang. Zwar mit anfangs Schwierigkeiten, aber später wird es schon besser sein, weil ihr steht hier in Umbrüche und Veränderungen. Vielleicht sogar Angst, alles bricht zusammen, es geht nichts voran. Aber diese Karte können wir auch umdrehen, dann sieht es ganz anders aus. Der eine verliert die Kronen, stürzt in die Tiefe, aber der andere greift im Himmel. Etwas muss mit anderen Augen betrachten. Und das kann eine juristische Angelegenheit sein, zeigt hier diese Karte. Oder es ist wichtig, die inneren Gleichgewicht bewahren, von Ängsten befreit zu sein. Und die Zukunft zeigt hier die Hohepriesterin, genau so wie das im Sternen geschrieben ist. Sie hütet nämlich ein geheimnisvolles Buch, wo die Schicksalswegen beschrieben sind. Und was steht in diesem Buch? Glück in die Liebe. Und hier dieser Liebespaar zeigt dasselbe. Also er hat Gefühle für dich, überreicht auch dieser Kelch, also zeigt seinen Gefühlen. Aber er hat auch Erwartungen. Er möchte auch, dass du über Gefühle sprichst oder zeigst du deinen Gefühlen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.